Mitten bei der Flugshow Thunder over Michigan in dem US-Bundesstaat Michigan passiert es. Es kracht, eine Rauchwolke steigt auf und zwei Männer segeln mit Fallschirmen durch die Luft. Augenzeugen filmen den Unfall. Aus bisher unbekannter Ursache stürzt eine MiG-23 südlich des Willow Run Airports in der Nähe der Stand Ypsilanti ab. Die beiden Piloten können sich durch die Schleudersitze aus dem Kampfjet retten. Dann kracht das Flugzeug in mehrere geparkte Fahrzeuge. Eine riesige Rauchwolke begleitet den Aufprall. Wie die Polizei berichtet, seien die Piloten sicher geborgen und in ein Krankenhaus in der Umgebung gebracht worden. Doch es war Glück im Unglück. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Flugshow wurde im Anschluss abgebrochen. Ermittlungen zu der Unfallursache wurden aufgenommen.